Oh, hier ist cool zu stehen. Ey, hier vorne darfst du nicht stehen. Was? Ey, wieso? Ich stehe doch hier nur. Nee, das geht nicht, mein Freund. Du musst nach hinten durchgehen. Hier ist eine imaginäre Grenze. Hier vorne ist Ende. Was denn? Das ist aber alles voll. Da stehen die Leute schon bis hier vorne hin, ey. Ich habe hier meinen Freiraum, weißt du? Privatsphäre. Hast du schon mal ein Video drüber gemacht? Kennst du, ne? Also bleibe ich jetzt hier stehen. Hallo, du beeinträchtigst gerade meine Sicht nach draußen in die Freiheit. Das geht so nicht. Was für ein Sichtfeld? Hier ist eine große Scheibe, ist gar kein Sichtfeld. Kannst du rausgucken, Mensch, ich bleib jetzt hier stehen. Mach doch mal nicht so einen Lorribori da. Lorribori, was ist das denn? Larry meine ich. Ja, wenn der Bus voll ist, ist voll, dann musst du aufsteigen, musst du den nächsten Bus nehmen. So ist das jetzt. Aber hier vorne darfst du nicht stehen, hat einen Sicherheitsaspekt. Weil auch du meine Sicht dadurch beeinträchtigst. Ja, also. Vielleicht kannst du noch hinten reinquetschen, aber hier vorne ist Finish. Finish, Finish, Finish. Hier ist cool. Stopp. Immer mehr Busse. Ich hatte ja schon mal so ein Video gemacht, so ein ähnliches Video. Aber dadurch, dass die Frage immer vermehrt aufkommt, hey, Herr Busfahrer, was passiert denn eigentlich zum Beispiel, wenn der Bus da oben besetzt dran steht? Ja, dann ist der Bus besetzt und das heißt, ihr könnt nicht mehr einsteigen, weil dann ist der Bus bis auf Vakante voll. Es gibt hier in den Fahrzeugen eine sogenannte imaginäre Grenze. Früher war es immer so ein schönes Flup-Teil, immer so wie so eine Einlasskontrolle, so Flup, das ist da zurückgestellt. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Hat auch einen Sicherheitsgrund, weil bei einer Bremsung fliegen die Leute trotzdem drüber. Und es gibt jetzt nur noch diese imaginäre Grenze. Und diese imaginäre Grenze, ist praktisch mit Beginn der ersten Festhaltestange und dem ersten Sitz praktisch quasi direkt hier so hinter mir. Ich zeig's mal ganz kurz, damit ihr das seht, was ich meine. Und bis dorthin dürft ihr stehen und nicht weiter. Das heißt, ihr dürft hier vorne an dem vorderen Eingangsbereich überhaupt gar nicht stehen, weil da habt ihr überhaupt nichts zu suchen. Das kann tatsächlich ein Problem geben, weil dann ist der Bus zu voll und im Zweifel sogar überladen. Und wenn dann die Polizei das sieht, dann kann der Fahrer oder die Fahrerin tatsächlich sogar noch einen dran kriegen wegen Überladung. Und es hat auch was, ja, Sicherheitstechnisches mit auf sich. Man sieht es tatsächlich sehr oft, dass Busse einfach überfüllt sind. Bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, ich ziehe tatsächlich meine Grenze bis hierhin und nicht weiter, weil das ist ja mein Arbeitsbereich, den er ja dadurch automatisch mit beeinträchtigt. Wenn an einem Bus steht besetzt, dann hat das einen Grund. Das heißt, dann braucht ihr es gar nicht zu versuchen, in diesen Bus einzusteigen. Auch wenn hinten zum Beispiel Luft ist, weil manchmal ist das so, ich kenne das von der Region, von der Regelbus zum Beispiel so, wenn man das Besetzzeichen reingemacht wird, dann wird nur noch angehalten, um die Fahrgäste herauszulassen und wird aber netterweise freundlich schon mit per Handzeichen oder so abgewunken, dass es keinen Sinn hat, in diesen Bus mehr einzusteigen, weil dieser Bus ja besetzt ist. Und dann wird so lange gefahren, bis der Bus tatsächlich wieder etwas leerer ist, dann wird das Besetzzeichen rausgemacht und dann wird wieder ganz normal der Regelbetrieb aufgenommen. Wie gesagt, seht ihr ein Fahrzeug, wo drin steht besetzt, dann hat das einen Grund, dann braucht ihr gar nicht erst probieren, auch wenn das jetzt euer 15 Uhr Bus war, habt ihr keine Chance, dann dementsprechend mit diesem Bus zu fahren. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video, informative Video auch wieder gefallen. So wisst ihr dementsprechend, was ihr zu tun habt. Lasst mir ein Like da und abonniert nicht die Glocke, sondern aktiviert die Glocke. Das war ja bei dem einen mal ganz schlimm. Und dann ja, abonniert auch gerne diesen Kanal, wenn ihr weitere Informationen rund um das Thema Fahrgastrecht haben möchtet. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Herr Busfahrer. So. Wirklich? Dann eben nicht, danke für gar nichts. Jetzt muss ich aussteigen, weil der Bus voll ist. Mann. Tschüss, Herr Busfahrer.